Mit Nestroys, der Zerrissene, hat der Dilettantentheaterverein 1812 in Kremsmünster erneut ein Erfolgsstück auf die Bühne des Theaters am Tötenhengst gebracht. Im Gartenpavillon des Herrn von Lips findet ein Fest mit großer Gesellschaft statt. Der steinreiche Herr von Lips bezeichnet sich selbst als Zerrissenen. Trotz oder gerade wegen seines Reichtums hat er keine Freude mehr am Leben. Er ist gelangweilt. Ich hab 14 und zück das Licht und das Dunkel, die Frack und die Pantalon und das vom Kunkel. Wer mich anschaut, den Krummer, das wies mich den See, dass ich trotz der Garderobe ein Zerrissener. Unter der bewährten Regie von Helmut Boldock ist in diesem Verwirrspiel viel Menge Platz für menschliche Schwächen. Kremsmünster und Linz, die sind seelenverwandt, sowohl hier als auch dort, wo man's richtig erkannt. Eine Brücke muss her über den örtlichen Fluss, weil man ab und zu halt auf die andere sein muss. Und in Linz reißen sie's nur die alte Brücke weg. Und halt so schnell merkt man's im Straßenverkehr. Reißt der Brücken da weg, muss die Neiche zuerst her. Und die Eisenbahnbrücke, die geht an. Als ein Zerrissene stehen sie jetzt da. Als ein Zerrissene stehen sie jetzt da. Der an der Seele erkrankte Kapitalist, Herr von Lips, ein enttäuschter Schlosser Gluthammer, eine berechnende Madame Schleier, das herzensgute Mädel Kathi und ein paar falsche Freunde mit der aberwitzigen Idee, die erstbeste Frau zu ehelichen, die des Weges kommt. Eine Rangelei aus Eifersucht endet überraschend im Wasser. Der Herr von Lips und der Schlosser Gluthammer ertrinken vermeintlich aus Liebesschmerz. Beide retten sich jedoch auf den Hof der resoluten Pächterin Krautkopf. Heil, wo ist die Geschichte heil? Wir gehen jetzt auch auf morgen verschieben. Ich werde dich gleich davonjagen. Gestern hätte schon geschehen sein sollen. Diese versteckt Gluthammer und stellt Lips als Knecht ein. Hier wird dieser liebevoll von der reizenden Kathi umsorgt. Die im Testament als Erben eingesetzten Freunde besichtigen ihre neuen Besitztümer und äußern sich verächtlich über den vermeintlich Verstorbenen. Daraufhin setzt Lips in seinem offen herumliegenden Testament Kathi als Alleinerbin ein. Und ernenne zur Erbin meines sämtlichen Vermögens, sowohl in Baren wie in Realitäten, der Krautkopfschen Nichte Kathi. Die Kathi! Letztendlich wendet sich alles zum Guten. Frau Krautkopf bringt Klarheit in die Situation, denn es gibt weder Mörder noch Ermordete, woraufhin die drei falschen Freunde davongejagt werden. Der Herr von Lips versöhnt sich mit seinem totgeglaubten Kontrahenten und die feurige Witwe Mathilde bekommt doch noch ihren Gluthammer. Am Ende gestehen sich Kathi und Lips in einer innigen Umarmung ihre Liebe zueinander ein. Jetzt weiß ich, dass ich nicht nur in der Einbildung, sondern auch in Wirklichkeit ein Zerrissener war. Ein vom Ensemble und der Regie erfrischend und natürlich umgesetztes Erfolgsstück, an dem auch Nestroy seine wahre Freude gehabt hätte.